So, und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play GTA 5. So, wir sind jetzt mittlerweile wieder mit Franklin unterwegs, denn er ist der am besten trainierte Charakter tatsächlich. Er hat die meiste Ausdauer und wir werden jetzt mal anfangen, die Triathlons zu machen. Ich hoffe, die ersten beiden schaffen wir heute. Beim dritten weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, wie lange wir für die anderen beiden brauchen, weil der dauert fast eine halbe Stunde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der eine eigene Folge bekommen wird. Aber wir brauchen die Triathlons ja nun mal auch, um auf die 100% zu kommen. So, wie kann ich mich denn dafür. Ach, bei dem Typen vermutlich mal, oder? Jawohl. Genau, schwimmen, Fahrradfahren und laufen. Ja, gut, das kennen wir ja alle schon. Gut, dann fangen wir mal an. So. Die liegen alle schon mal gut vor. Komm, komm, komm. So, wie gesagt, Franklin ist der Charakter mit der meisten Ausdauer. Die anderen haben jetzt nicht so viel weniger. Aber vielleicht ist das ja so das bisschen Ausdauer, was uns einfach hilft, das Ganze besser zu meistern. So, dann, ich hoffe, wir müssen nicht allzu weit schwimmen. Also dieser erste Marathon hier, der ist, soweit ich gelesen habe, auch nur zum Aufwärmen. Also der ist quasi der kürzeste. Dann haben wir noch zwei weitere. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Und der dritte, der ist ja in der Nähe von Trevors Wohnwagen. Das ist da quasi über den See. Ich glaube, da muss man alleine, ja, so. Pff, wie lange schwimmt man da über den See? Ich glaube auch fast 10 Minuten oder so. Also alleine fast 10 Minuten schwimmen. Und dann halt noch Fahrradfahren und Laufen. Also man ist wirklich lange unterwegs. Bei dem letzten Marathon, bei dem großen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich immer gebraucht habe. Aber ich habe jetzt mal geguckt und da stand so grober Zeiteinhalt für einen gut trainierten Charakter ungefähr 28 Minuten. Wie gesagt, das werden wir heute, denke ich mal, nicht mehr machen. Da gucken wir einfach mal, wie wir hier vorankommen. Ja, je nachdem, wie lange wir dann für den zweiten Triathlon brauchen, müssen wir mal schauen, was wir noch machen. Ob wir nochmal Ball angehen oder gucken wir dann einfach so. Steig auf ein Fahrrad, jawohl. Komm, lauf, 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 lauf. Nehmen wir uns direkt eins hier von den Fu ne, doch. Na komm, genau, rauf da. Und jetzt geht's los. So, jawohl, jetzt sind wir auch Erster, sehr schön. So. Sehr gut, Huber. Dafür halt eigentlich auch wirklich nicht vom Weg abkommen, weil der Sand, der bremst uns natürlich brutal aus. Weil das sind jetzt auch Rennräder und keine Mountainbikes, mit dem man irgendwie gut im Gelände fahren kann. Ich glaube, selbst mit dem Mountainbike ist es jetzt auf dem Strand nicht allzu angenehm zu fahren, oder? Wenn dich jemand gut mit Fahrrädern auskennt, dann gerne in die Kommentare schreiben, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass egal mit welchem Fahrrad, dass man damit gut auf dem Sand fahren kann. Gerade so dieser weiche Strandsand. So, komm, komm, komm mal. Irgendwie die Ausdauer, die geht auch. Ey, was ist mit dir? Alter! Ich will das auch können. Warum ist der so schnell? Ah, guck mal, hier steht schon vorbei mit dem Fahrradfahren. Okay. Komm, komm, komm. Ich laufe zum Kontrollpunkt, um das Rennen fortzusetzen. Jawohl. Interessanterweise, gerade beim Laufen verliert man gefühlt immer am meisten Ausdauer. Wobei wir jetzt anscheinend unendlich haben, oder? Weil, der Ausdauerbalken geht kein Stück runter die ganze Zeit. Und normalerweise, spätestens beim Laufen, geht er doch relativ schnell runter. Naja, wir werden es herausfinden. Gucken wir gleich vor allem mal, ob da irgendjemand in wahnsinnigem Tempo an uns vorbeigesprintet kommt. So wie der Fahrradfahrer da eben, das war ja Wahnsinn. Genau, Franklin. So. Dann der noch und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den ersten schon mal. Jawohl. Sehr gut. Top. Schön, freut mich. 3,5 Minuten. Passt. Genau, trink mal einen Schluck. So. Ein neues Triathlon-Rennen wurde freigeschaltet. Okay, dann gucken wir mal, wo müssen wir denn da hin?
Genau, da war der erste. Hier ist er nirgendwo. Ich bin vermutlich auch einfach nur mal wieder. Warte mal, eigentlich müssten wir. Genau, der zweite, da ist er. Okay, das heißt, wir dürfen da erstmal hochfahren. Ach, guck mal, da steht ja unser Auto sogar. Dann würde ich sagen, wir düsen mal eben ganz schnell nach da oben hin zum nächsten Triathlon. Auf geht's. Ich frage mich gerade, warum wir dafür einfach instant ein Fahndungslevel bekommen haben, weil normalerweise dauert es ja wenigstens einen kleinen Moment, oder? Ach Mann, da müssen wir jetzt erstmal kurz warten, bis das Fahndungslevel weg ist und dann können wir zum Triathlon fahren. Schauen wir mal, aber ein Stern sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Weiß ich gar nicht, was da die Zeiten sind. Das muss ja eigentlich festgelegt sein, oder? Muss man eigentlich mal nachschauen, wie lange man bei wie vielen Sternen warten muss. Weiß nicht, ist das irgendwie eine Minute pro Stern oder sowas? Keine Ahnung. So, aber eigentlich. Genau, die dürften für uns jetzt eigentlich keine Gefahr sein. Wir warten hier einfach kurz. Guck mal, da ist der Triathlon ja sogar schon aufgebaut. Sehr gut. Ah, guck mal. Jetzt können wir hin. Perfekt. So, Freunde. Stopp, so bevor wir noch jemanden überfahren. So. Wofür wollen die auch die Sozialversicherungsnummer von jemandem haben? Ja. Das kennen wir ja alle schon. So, ich hoffe jetzt nur. Genau, das dürfte eigentlich nicht der total lange sein. Sondern. Oder? Oder ist er das schon? Eigentlich nicht, ja. Ich glaube, der dritte ist nämlich der längste. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, wie lange wir hier brauchen. Also, wenn wir jetzt sehr, sehr lange schwimmen, dann wissen wir, dass das jetzt schon eine ganz lange ist. Na gut, dann machen wir den halt. Auch noch. Zusätzlich. Weil dann, gut, sollte es so sein, dann machen wir jetzt den. Würde ich, glaube ich, den dritten auch noch direkt hinterher machen. Machen wir eine lange Folge draus. Und wenn das jetzt hier noch ein kürzerer ist, dann soll es uns auch recht sein. Und dann machen wir den dritten noch in der nächsten Folge und dann passt. So. Schauen wir mal, wir sind immer noch beunruhigend weit hinten, weil die anderen, die haben echt krass vorgelegt. Das ist irgendwie immer so. Aber Schwimmen ist jetzt tatsächlich auch so oder so nicht meine Stärke, muss ich auch sagen. Aber guck mal, langsam holen wir auf. Ah, gucke mal. Na, okay. Da hinten ist schon das Ziel, was das Schwimmen angeht. Also das hier ist dann auf jeden Fall noch einer der beiden kürzeren. Wobei es ja eigentlich der gleiche See ist, oder? Weil ich meine, hier auf diesem See schwimmen wir den dann, aber der fängt da hinten irgendwo an, also in die Richtung irgendwo. So, komm schon, Franklin. Also ich drücke wie ein Bekloppter, aber schneller können wir einfach nicht. Und die Ausdauer geht nach wie vor nicht runter. Interessanterweise. Also, Franklin ist ein reines Energiebündel, wie wir feststellen dürfen. Er verliert einfach keine Ausdauer. Was uns aber recht sein soll, weil die werden wir noch brauchen. So, komm schon, ne? Wenigstens als Nummer 4, vielleicht sogar Nummer 3. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es noch ein paar zu überholen. Genau, Platz 4 haben wir jetzt. Platz 3, sehr schön. Aber den zweiten kriegen wir bis da. Obwohl, den zweiten können wir eventuell auch noch bis dahin kriegen. Na, schaffen wir nicht mehr. Okay, ist kein Problem. Wir haben ja noch zwei Disziplinen vor uns. Und damit mehr als genug Zeit. Oh, komm, lauf, lauf, lauf. Ja, hier kommen, schnappen wir uns einfach das nächstbeste Fahrrad. Man ist vermutlich relativ egal, welches wir nehmen, oder? So, auf den Helm verzichten wir mal. Weil das hat uns jetzt mal so diese Sekunde verschafft, die uns auf den ersten Platz gebracht hat. Jawohl, gucke mal. Come on, Franklin.
Kann man hier eigentlich abkürzen? Ja, oder? Es wird nicht bestraft, hä? Nee, gucke mal. Aber einer, der klebt uns ziemlich dicht hinten dran. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass er uns nicht überholt. So. Schauen wir mal, es wird dann interessant, wo sie uns vom Fahrrad dann wieder rauslassen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier quasi einfach nur einfach so eine Runde gedreht haben. So ein, quasi so eine Art Rundkurs. Ja, die anderen, die hinken krass hinterher, aber der eine, der ist echt hartnäckig. Also, der ist schnell. Ach, gucke mal. Ja, tatsächlich ein Rundkurs mit dem Fahrrad. So. Dann laufen wir jetzt das letzte bisschen nochmal eben schnell. Komm, komm, komm. Jawoll. So, genau. Ach, guck mal, und da vorne ist er dann auch gleich schon wieder vorbei. Das ging ja schnell. So, lauf, 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 lauf. Jawohl. Bäm. Sehr schön. Platz 1. Nach knapp über 4 Minuten. Hervorragend. So. Da gucken wir mal von der Zeit her. Ich glaube, von der Zeit her wäre es fast Quatsch, den da hinten auch noch anzufangen. Das dauert, glaube ich, zu lange. Genau, da startet der dann nämlich. Dann, wir haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Können wir, na, da können wir leider nicht schießen gehen. Aber wir haben hier noch ein Rennen offen. Geländerrennen. Motorrad und dann Quad brauchen wir dafür. Da haben wir noch ein Seerennen offen. Genau, das Seerennen haben wir schon. Haben wir sonst noch irgendwelche Rennen? Warte mal, wie hieß denn dieser eine Typ hier noch? Ich glaube Hau oder so, ne? Wie auch immer man das ausspricht, genau der. Ah, besetzt. Okay. Naja. Dann packen wir das weg. Dann würde ich sagen, wir brauchen eigentlich glatt ein Motorrad für, hä? Oder ein Quad. Vielleicht finden wir ja auf der Fahrt dahin eins. Weil dann würde ich das Rennen auf jeden Fall noch machen. Und danach dann noch das Seerennen da hinten. Weil dann haben wir die auch erledigt und dann müssen wir halt noch schauen, dass wir... Genau, dass wir jetzt hier irgendwo auf dem Weg dahin ein passendes Gefährt finden, weil sonst können wir das Rennen, glaube ich, gar nicht starten. Weil neulich, da sind wir auch mal da vorbeigefahren und da war dann einfach nichts, weil wir halt das falsche Fahrzeug hatten. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen die Augen offen halten. Aber eigentlich sind hier in der Nähe ja genug von solchen Dingern unterwegs. Wenn wir ein Motorrad finden, reicht es ja vollkommen aus. Hoffe ich. So, weil Quads, die vor sind, glaube ich, auch eher seltener. Gibt es jetzt zwar häufiger als sonst wo, aber ich glaube, allzu viele von denen fahren trotzdem nicht hier rum. Wir können ja hier einfach spaßeshalber mal gucken. Guck mal, da hätten wir... Ah, guck mal, da haben wir doch eine passende Maschine. Das ist doch hervorragend. So, nehmen wir dich direkt mal mit. So. Genau, das ist ja diese Siedlung, die wir, glaube ich, mal mit Trevor zerlegt haben, oder? Das dürfte die sein. Deswegen würde mich mal interessieren, was würde passieren, wenn wir mit Trevor einfach mal da durchmarschieren? Passiert dann irgendwas oder nicht? Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal eben zu, dass wir ganz schnell zum Rennen kommen. Okay, so, da sind wir dann jetzt. Ah, da warten die, okay. Ich dachte schon, immer noch keiner da, genau. Auf geht's. Let's see what you're made of, son. Naja. Das werdet ihr schon sehen. Das kriegen wir hin. So, komm. Jawohl. Okay. Die haben viel, viel bessere Starts als wir gehabt. Aber das macht nichts, erfahrungsgemäß sollten wir die jetzt genau in aller Kürze überholt haben. Guck mal, jeden einzelnen. Vorsicht. Jawohl, guck mal, jetzt haben wir sie. Und jetzt müssen wir nur noch vorne bleiben.
und dann ist alles cool. Also solange wir hier nicht irgendwie vom Berg stürzen, sollte es alles machbar sein, auf jeden Fall. So, jawohl. Guck mal, easy. Aber die hängen auch immer weiter hinterher, auch sehr gut. Weil die kommen quasi genauso langsam voran wie wir. Na komm, 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 komm. Ah, bergauf, da muss er schon ordentlich kämpfen, ne? Aber die Maschine macht das gut. Haben wir gut geklaut. Passt. So, das Ding ist, wir fahren jetzt an sich sogar in die richtige Richtung. Weil wenn wir dann nachher noch das Seerennen machen... Das ist ja irgendwo da hinten ganz, also ist ja ewig weit weg von hier. Aber genau, guck mal, da ist schon das Ziel. Weil das war ein kurzes Rennen. Das war wirklich ein kurzes Rennen. Jawohl, erster Platz. Weltrekord, fast 3,5 Sekunden. Okay. Da hat man dann aber irgendwelche Bugs benutzt oder irgendwie gecheatet. Alter. Okay. So, kriegen wir eigentlich $500? Naja, gut. Das ist jetzt auch nicht so viel. Dann, genau, machen wir noch... Gibt es eigentlich noch mehr von diesen Rennen? Nee, oder? Genau, wenn wir da... Geländerennen, Geländewagen... Schauen wir mal, haben wir das schon? Das haben wir noch nicht. Guck mal, dann machen wir das auch nochmal eben, Geländewagen. Okay, müssen wir unterwegs mal... Ah, okay, das sind jetzt die ganzen Geländerennen quasi. Aha. Wir können jetzt natürlich auch schauen, dass wir... Ich weiß jetzt halt leider nicht, wie viele Geländerinnen es gibt. Das ist so ein bisschen das Ding. Wie viele Serien haben wir noch? Ich glaube, wir haben nur noch eins offen, oder? Ja. Wisst ihr was? Wir machen das Serien erstmal fertig. Machen wir das. Und dann die Geländerinnen. Da schaue ich dann nochmal... wie viel es davon gibt. Und dann, eventuell machen wir dann nochmal eine eigene Folge draus, das schauen wir dann. Genau, wir begeben uns jetzt mal eben schnell zum letzten Seerennen. Es sei denn, wir schalten noch welche frei. Aber ich glaub's nicht. So, guck mal, da sind wir dann auch schon so gut wie. So, genau, das Motorrad... Hallo, Franklin? Okay. Dachte schon, er geht jetzt einfach mit dem Motorrad unter. So, dann komm, schwimmen, schwimmen, schwimmen. War schön, wie brav die da einfach alle warten. Nur für den Fall, dass jemand vorbeikommt und ein Rennen mit denen fahren möchte. Hervorragend. Steige auf den Sea Shark an der Startlinie. Jawohl, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Ach, guck mal, sogar der hier, hä? Jawohl. So. Okay, und los. Na, wie schaffen die es eigentlich mal wieder so krasse Starts zu machen? Okay, den haben wir weggehauen. Oh, jawohl, Platz 1. Ich glaube, das ist mir irgendwann auch schon mal passiert. Quasi andersrum, dass mich da jemand runtergehauen hat auf diese Weise. Ja. Mir tatsächlich auch irgendwann mal passiert. Das war witzig. So, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier, genau, eben dieses Rennen gewinnen. Und dann muss ich nochmal gucken, mit den Geländerennen, wie viel es davon noch gibt. Na, komm, komm, komm. Ja, kann ja sein, dass es halt auch wieder 3 Geländerennen gibt. 3 Triathlons, 3 Seerennen. Warum soll es da nicht 3 Geländerennen geben? So. Weil dann... Können wir die theoretisch eigentlich auch noch machen, oder? Die Geländerin machen. Boah, verdammt. Ja, super. Da haben wir jetzt die Kurve nicht richtig gekriegt. Viel zu großen Bogen sind wir da gefahren. Aber das Gute ist, das sind auch alles Idioten hier und dementsprechend ist es hoffentlich jetzt nicht ganz so schlimm. Vorausgesetzt, wir kommen jetzt hier nochmal vorwärts und der Typ legt mich noch weiter vor. Genau, so,
haben wir es nochmal spannend gemacht zum Ende hin. So, komm, komm, komm. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Okay, fortfahren. Hey. Na. So, und dann schauen wir jetzt mal Geländerinnen. Wie viel gibt's denn da? Okay, es gibt ein paar mehr Geländerinnen. Dann würde ich sagen, wie weit sind wir schon mit der Zeit? Mit der Zeit sind wir noch nicht, eigentlich noch gar nicht mal so weit. Dann schauen wir doch mal. Also Geländerinnen haben wir alle erledigt. Genau, da gibt es theoretisch noch was. Den Triathlon, den machen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Bei Geländerinnen, da gibt es 5 Stück von. Guck mal, da hätten wir noch ein Straßenrennen. Da gibt es, glaube ich, wie viele Straßenrennen gibt es denn eigentlich? Da gucken wir jetzt auch nochmal eben. Da gibt es auch 5 Stück. Und Geländerennen? Nee, Geländerennen sind sogar 6. Okay, und Seerennen? Seerennen sagt er mir hier, dass es 4 gibt. Warte mal, da gucken wir jetzt nochmal. Ach, schaltet der jedes Mal quasi Neues frei, oder was? Ah, gucke mal. Dann gucken wir mal das Let... Ah nee, wir haben jetzt 4 erledigt. Ah, okay. Mein Fehler war das. Oder wir haben noch alle mit Haken, oder? Ja, okay. Haben wir die alle? Genau, die 3 Triathlons gibt es noch. Straßenrennen. Wie viele Straßenrennen haben wir denn schon? Da haben wir 2. Da fehlen also noch. Okay. Dann würde ich glatt sagen, dass wir... Aha, genau. Da könnten wir theoretisch noch eine Folge mit Straßenrennen oder mit Rennen allgemein machen. Weil die müssen wir halt auf jeden Fall auch noch alle erledigt haben. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir lassen es für heute dann erstmal gut sein. Dann in der nächsten Folge, denke ich, machen wir den großen Marathon. Jawohl, hervorragend gemacht. Ja, dann sind wir für heute erstmal durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.